Commander Shepard, wie ich höre, bringen Sie eine neue Flotte in diesen Krieg. Ja, Ratsherrin. Zwei sogar. Ich kenne die Berichte, dass Sie beide Parteien zum Einlenken gebracht haben. Ich hatte viel Hilfe. Es gibt immer noch isolierte Gruppen von Geth. Anscheinend sind es Geth-Körper mit Reaper-Code. Aber gegen die Geth-Flotte ist das keine große Bedrohung. Jedenfalls haben wir zum ersten Mal in diesem Krieg Hoffnung, Commander, was mich zum Thema bringt. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die ich Ihnen lieber persönlich mitteilen möchte. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Das wäre optimal, Commander. Wir treffen uns in Ratsherr Udinas Büro. Oh. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ja, gleich. Ich brauche einen Moment. Dass wir es geschafft haben, dass beide Parteien... Jetzt, das war, boah, mega. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. So, also wir haben die Geth, die für uns kämpfen. Geth Corps, die Geth Flotte. Dann die Quarianer. Die Zivilflotte, oh, die kämpft auch. Naja gut, es geht um Leben und Tod von allen, oder? Die schwere Flotte. Patrouillenflotte. Hoffen wir, dass der Admiral sich jetzt anders entscheidet, also es jetzt anders denkt. Eigentlich ist das mit den Geth doch etwas total Schönes irgendwie, oder nicht? Also Legion hat sich geopfert und ist somit Teil zum Kollektiv geworden. Also er hat sich geopfert, um die Geth im Allgemeinen intelligenter zu machen und um gewisse Aspekte seines Seins ins gesamte Geth-Bewusstsein zu integrieren. Das heißt, er ist auf der einen Seite tot, aber auf der anderen Seite ist er trotzdem weiterhin ein Teil des Geth-Kollektivs. Auch wenn er nicht mal als Einheit in dem Sinne so in Erscheinung tritt. Es ist eine interessante und schöne Form von Leben, wenn man so will. Commander, beschäftigt Sie etwas? Du wolltest noch mit mir reden, hallo? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Angesichts der Gesamtsituation so bereit wie nur möglich. Das war gute Arbeit, Shepard. Er ist ein bisschen der Papa von Alan Geth geworden. Er hat im Prinzip den Kurs vorgegeben, wie sie überleben können. Jetzt ist fast schon schade, dass sich die Heretics im zweiten Teil absterben lassen, aber ich bleibe immer noch bei meiner Entscheidung mit den Heretics, mit den Heretic Geth. Das ist ja auch eine abgespaltete Gruppe gewesen. Die Legion Geth im Prinzip oder Legion und sein Wesen überschreiben wollten. Aber eben, ich war da nicht bereit, das Risiko einzugehen. Ich sag's mal so, die Heretics wussten, worauf sie sich einlassen, welchen Krieg sie kämpfen und dass sie die anderen dann einfach überschreiben. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Quarianer und Geth an Bord zu bringen, hat uns wirklich sehr geholfen. Die Quarianer unterstützen Evakuierung und Beschuss, während die Geth Versorgungslinien der Reaper angreifen. Was ist mit Turianern und Kroganern? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Earthnot Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Was ist mit Asari und Salarianern? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tigel. Und die Salarianer? Sie haben eine ganze Flotte als Dank für die Rettung ihres Ratsmitglieds geschickt. Und weil sie ihr den Job besorgt haben, haben wir auch eine STG-Einsatztruppe. Über das mit dem Genophage-Heilmittel sehen sie wohl hinweg.
Ja, aber ich glaube, wir hätten mehr Unterstützung von den Salarianen gekriegt, wenn wir die Kroganer getrickst hätten. Also, wir hatten ja die Möglichkeit, die Genophage so zu tun, als ob die Genophage geheilt worden wäre, dass die Kroganer glauben, sie sind geheilt und dann helfen. Und dann hätten die Salarianen uns noch mehr Unterstützung geschickt. Aber ich konnte das A, Mordin nicht antun. B, auch total unfair den Kroganern gegenüber. Dann opfern die sich und kämpfen dafür, dass die Genophage am Ende gar nicht geheilt ist. Und auch Erdner Drax nicht. Also allen Salarianern und Kroganern, denen ich eigentlich begegnet bin, hätte ich das nicht antun können. Ah, die Rachni. Was ist mit den Rachni? Ich hab's ja nicht geglaubt, aber die Rachni helfen wirklich beim Bau des Tiegels. Sie machen Witze. Das haben wir schon Sie mal haben gehört. ein Gespür für Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, Sie wissen das eine oder andere über galaxieweite Kriege. Es gibt keine Probleme mit Ihnen? Nein, außer dass Sie unsere Techniker erschrecken. Auch geplaudert wird nicht viel. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loke. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Watcher heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Mechs bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Das mit den Rachen, die habe ich noch nie gehört. Das war im dritten Teil nie eine Option für mich. Ich habe der Königin halt damals geglaubt im ersten Teil. Wir haben sie im ersten Teil ja befreit, dass sie sich zurückziehen kann. Ich konnte nicht eine ganze Spezies auslöschen. Dennoch auch auf die Gefahr hin, dass da wieder was schief geht. Aber sie hatte, nach den Informationen, die ich da hatte, wollte ich sie einfach freilassen. Egal welcher Durchgang, mir war Grunt immer wichtiger. Grunt lebt bei mir aber auch noch. Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut, auch wenn sie Ron noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen? Weil Sie der einzige Hurensohn sind, den ich habe, der weiß, wie man Reaper tötet. Wow! Man muss nur clever sein und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Sie saßen vor vielen Jahren auf Arkus in der Falle und waren der Einzige, der überlebt hat. Schon damals war klar, dass da mehr war als bloßes Warum Talent. beleidigt er mich jetzt so, wenn er gesagt hätte, der einzige Bastard oder so, hätte ich ja noch verstanden, aber das H-Wort? Echt jetzt? Weißt du, so unter Kumpels kannst du ja noch sagen, ja, du Bastard, du, weißt du, so, ne? Aber das H-Wort? Echt? Okay. Ich glaube, das ist, weil es frei übersetzt ist aus dem Englischen. Im Englischen wird das noch viel gebraucht. Und auch unter Freunden. Also, dass du dann sagst, the son of a bitch. Dass man das. Im Englischen sagt er dann wahrscheinlich, you are the only son of a bitch who's possible to do that. Irgend sowas in diese Richtung. Und frei übersetzt im Deutschen hast du dann das H-Wort drin. Da würde ich eher sagen, im Deutschen sagst du eher, du bist der einzige Bastard, der das hinkriegt, weißt du, so in dem Stil. Aber das ist eben die kulturelle und der kulturelle Unterschied zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, das ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt, aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Bei Ihrem Kampf gegen die Sovereign gab es keinen Grund, an Ihren Sieg zu glauben. Aber Ihrer Crew war das egal. Sie folgte Ihnen trotzdem.
Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb ihre Crew bei ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an sie geglaubt hat, an ihren Anführer. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und sie werden uns auf die andere Seite bringen. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. Ja, er hat einfach eine ganze Flotte gebraucht, um einen in die Knie zu zwingen. Also das wird eine verdammte Schlacht. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja, weil ich so gerne lese, das weiß ja jeder. Bla bla bla, etc. etc. Super. Super, super. Spannend, ja, mega. Oh, warte mal. Okay, nee, wahnsinnig. Nicht. Wollte sonst noch jemand mit mir reden? Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Jetzt muss Tali da sein. Das heißt, wir gehen jetzt mal schauen. Ich weiß ja nicht, was ich von diesem kleinen Mech-Hund halten soll, der durch das Schiff springt. Sophie, ich finde sie süß. Aber wozu ist sie gut? Ich habe einfach eine Schwäche für arme Hunde. Deswegen arbeiten wir auch schon so lange zusammen. Ah, wow. Okay, der war hart. Hey, Tali, wie geht's? Oh, ich hab sie nicht gehört. Ich hab gerade Nachrichten von der von Runoch bekommen. Früher habe ich jede neu gefundene Technologie an die Flotte geschickt. Das sollte ich jetzt wohl mit landwirtschaftlichen Proben machen. Ich weiß gar nichts über Feldanbau. Wie macht sich ihr Erfolg? Es ist verrückt. Die Geth helfen, errichten Unterkünfte, die Energieversorgung. Innerhalb von Wochen. Wir würden Jahre brauchen. Geth laden sich sogar in die Anzüge quarianischer Freiwilliger hoch. Sie schreiben Umweltfunktionen um und stärken unser Immunsystem. Also es sind keine Diener mehr, die einfach weil sie müssen dienen, sondern weil sie wollen. Das Zusammenleben. Also die Geth haben wahrscheinlich verstanden, dass wenn sie mit den Quarianern zusammenleben und sich sozusagen... Wie heißt das Wort, nach dem ich suche? Sie machen sich unentbehrlich im Prinzip. Also sie helfen ihnen, um sich unentbehrlich zu machen, damit sie friedlich zusammenleben können und existieren können in Koexistenz. Ist das überhaupt möglich? Die Geth sind Software, keine Hardware. Sie können sich von einem Körper in alles transferieren, was genug Rechenleistung hat. Sie imitieren Infektionen. Und der Wirt passt sich an, ohne krank zu werden. Im Prinzip wie eine Impfung. Clever. Die Quarianer müssen also keine Anzüge mehr tragen? Es scheint unmöglich, aber so ist es. In einigen Jahren brauchen wir sie dank der Geth nicht mehr.
Vielleicht behalten wir sie trotzdem an, als Teil unserer Kultur. Aber ein Riss wäre dann kein Todesurteil mehr. Dank der Geth gibt es heute auf Runoch quarianische Kinder, die gesund und stark aufwachsen können. Das haben sie ihnen zu verdanken. Nein, ich hätte die Geth ohne Zögern getötet und mich kolossal geirrt. Danke. Jederzeit. Aber sagen Sie es mir, wenn sich ein Geth bei Ihnen hochlädt. Ha, nein. In meinen Anzug kommt außer ihm niemand. Okay. Nichts steht mehr zwischen uns. Was die Galaxie auch vorhat. Ich bin an Ihrer Seite. Ich habe Ihnen übrigens etwas in Ihre Kabine gelegt. Sehen Sie sich's mal an. Ich kann nicht glauben, dass mein Volk mit den Geth zusammenarbeitet. Die Geth helfen uns beim Wiederaufbau. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Wisst ihr, ich war ja immer felsenfest davon überzeugt. Oder, naja, felsenfest. Ich war immer davon überzeugt, dass die Geth gut sind, ne? Dass man da miteinander leben kann. Aber du kannst hier nie 100% sicher sein. Das heißt, auch jetzt, nachdem alles vorbei ist zwischen den Quarianern und den Geth, bin ich erleichtert, dass der richtige Weg ist. Also, dass ich recht hatte mit der Annahme, für die ich gekämpft habe, ist eine Riesenerleichterung. A, dass es funktioniert hat und B, dass ich mich nicht geirrt habe. Das ist, sprich, dass die Geth nicht einfach sagen, okay, dass sie zur Schlussfolgerung kommen, die Quarianer werden immer böse sein, die werden immer versuchen, uns irgendwie zu zerstören, also greifen wir sie an. Hätte sein können. So, sie hat was hier hingelegt. Wo denn? Neben meinem Bett? So sieht Tali aus ohne Maske. Wollt ihr es nochmal sehen? Sehr schön. Das habe ich ja der Community zuliebe gemacht, ne? Dass wir die Beziehung mit ihr dann schlussendlich führen. Also auch, weil ich es irgendwie noch schön fand, mit ihr eine Beziehung am Ende zu haben. Aber auch, um das Foto zu sehen. Um sie zu sehen, wie sie aussieht. Lade mal kurz. Trainer. Können Sie Diana Alice raufschicken? Sie will mit mir reden. Genau. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Commander, als wir das letzte Mal von den Geth hörten, griffen Sie mit der Sovereign die Citadel an. Ja, und das war eine Minderheit innerhalb der Geth. Die meisten sind uns nicht feindselig gesonnen. Erklären Sie damit, dass Sie jetzt Verbündete sind und nicht mehr gefährliche Roboter, die Menschen fehlen? Sie müssen endlich erkennen, dass die meisten Geth trotz ihres Rufs nicht gewalttätig sind. Die Quarianer haben sie angegriffen. Die Geth haben sich nur verteidigt, so wie jede organische Spezies es tun würde. Wir haben die Geth aus der Kontrolle der Reaper befreit und jetzt wollen sie Rache für ihre Versklavung. Aber sie bekämpfen mit einer Armee synthetischer Wesen die Reaper, die perfekt hacken können. Was hält die Reaper davon ab, die Geth umzuprogrammieren, wie schon einmal? Die Geth sind sehr intelligent und haben lange über eine Lösung dieses Problems nachgedacht. Sie wenden sich nicht gegen uns. Darauf wette ich mein Leben. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard, wenn die Massenportale zerstört werden können...
Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Wenn Sie nichts dagegen haben. Sagen Sie der Galaxie, was passiert ist. Sie kann gute Nachrichten gebrauchen. Zu Befehl, Commander. Stimmt, mir fehlt der Hamster. Es gibt ja noch einen Hamster, den man holen kann, oder? Lieutenant Commander Williams hat was von ein bisschen Entspannung auf der Citadel gesagt. Das würde ihnen beiden sicher ganz gut tun. Bei Gelegenheit. Ich werde zuerst gucken, ob wir jetzt noch neue Systeme haben, die wir anfliegen können. Hier nichts. Null, nada, nothing. Geff Trümmerfeld. Immigrantenflotte. Das ist Ranoch. Gut. Treibstoffreaktoren. Ja, wir haben neue gekriegt. Seht ihr das? Argos Roh war nicht da vorher. Inmar-Cluster. Hades Nexus ist auch nicht da. Da haben wir ja auch noch ganz viele Sachen, die wir theoretisch mitnehmen müssten. Außenzone. Ah ja, stimmt. Warte kurz. Das war's. Stimmt. Ja, ich habe ihn gehört. Da. Warte. Hab ich ihn? Wir haben den Weltraumhamster. Danke fürs Bescheid sagen. Ich hatte das letzte Mal schon was gehört. Oh, das ist ja ein Klo. Miep! Ja, ich habe den Hamster schon ein paar Mal gehört. Miep! Muss voll das kalte Klo sein. So, komm, also, wir scannen mal kurz Hades durch. Hier hatten wir nämlich noch ein paar Sachen, die Leute verloren haben. Ich habe etwas gefunden. Ja, pieps. Ah nee, das war wieder Treibstoff. Hätte ich beim Zurückfliegen mitnehmen sollen, nicht Vogel? Ich glaube, es sind zwei Sachen, die wir in dem System hier haben, die wir noch mitnehmen müssen. Boom. Allianzfregatte, Hongkong. Ja, super. Signal bestätigt. Proteanische Sphäre, genau danach hat jemand gesucht. Prozent haben wir hier. Ich habe etwas gefunden. Ibi.
Und das andere ist sicher wieder Treibstoff. Allianzfregatte Leipzig, ja lol. Die Leipziger Flotte, wer kennt sie nicht? Aber hier kriegen wir ein bisschen Treibstoff. Ausweichen erfolgreich. Signal bestätigt. Ich dachte mir das fast noch, dass das hier ist. Das ist mit der Maus mega doof. Beim Controller klickst du einfach rüber und danach geht er die ganze Zeit nach rechts. Bei der Maus musst du jedes Mal nachziehen. Reaper umgangen. ULI-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Dann wollte ich eigentlich noch kurz gucken, die Außenzone. Achtung laut! Ich glaube, hier ist auch nichts. Ninmar Cluster, ich bin mir nicht sicher, ob wir da noch was hatten. Ich glaube aber schon. Also in der Mitte ist ja nichts, scheinbar. Reaper Umgang. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. Nein, von der anderen Seite will ich rein. Ausweichen erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. Ich werde, glaube ich, so oder so durch alle durch müssen nochmal. Anders Becken. Argos Roh. Wir fliegen. Zuerst mal kurz hin. Wir machen mal kurz mal Folgendes. Also. Das haben wir schon geholt. Den Rest suchen wir, glaube ich, einfach. Ich hätte gehofft, dass es direkt drin steht. Ich habe etwas gefunden. Och nö. So. Optik-Matrix, ja, Mann.
Treibstoff. Ah, ich war schon voll. Habe ich voll geladen vorhin? Energiesprung erfolgreich. Gorgon. Wir nehmen einfach alle mit, weil wir teilweise auch noch Schiffe finden. Flottenteile finden, meine ich, und so weiter und so fort. Signal bestätigt. Zack. Jetzt gibt es hier safe wieder Treibstoff, was man mitnehmen kann. Energie Relies verbessert. Ne, 100%, jawohl. Okay. Das wird... Okay. Okay. Ich habe etwas gefunden. Okay. Aber ich glaube, das sind die zwei, die wir hier brauchen. Nein, hier gibt's drei. Warte doch. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Ah! Reaper Umgang. Ja, moin. Das wird jetzt schwierig. ULG-Sprung erfolgreich. Koreanische Spezialisten. Team. Ausweichen erfolgreich. Oh lol, wir haben doch nochmal 500 Treibstoff, um zurückzufliegen. Naja, da war ja noch was. Reaper Umgang. Hier war ja nix. Dann haben wir hier noch was Neues. Wir machen noch dieses Treibstoffdings da. Ich müsste eigentlich in der Citadel noch voller Kanne einkaufen gehen. Übrigens, mir fällt noch was ein. Wollte die Rüstung noch anpassen? Nein, den Kopfschussschaden will ich eigentlich schon beibehalten. Das ist auch ganz cool, man sieht das Gesicht noch und so, das schon passt schon. Na, ich kriege hier einfach höhere Munitionskapazität, ist natürlich auch nicht schlecht. Haben wir denn noch Honey? Hier noch Honey? Nein. Nahkampfschaden. Also Honey ist das, was es ausmacht. Wenn wir noch eine Brust kriegen von Honey, dann machen wir noch mehr Waffenschaden. Ich bin halt voll auf Waffenschaden aus, weil meine biotischen Fähigkeiten dienen eigentlich mehr dazu, um nah ranzukommen. Als Frontkämpfer springe ich einfach auf die Feinde zu. Das ist der Plan eigentlich. Welches Wissen, was hier... Wir machen zuerst mal eine Mission, bevor ich die Äußeren wieder anfliege. Damit es auch ein bisschen spannend bleibt und ich die ganze Zeit nur Missionen machen bin.
So, wir nehmen Tali mit. Und wir nehmen Liera mit. Nein. Wir nehmen Tali mit und mal wieder Jawik. Let's go. Die Geth-Schrotflinte ist zwar ganz witzig, aber irgendwie erfüllt sie nicht so ihren Zweck, finde ich. Obwohl. Doch, wir bleiben mal dabei. Doch mal wieder eine Sniper? Na. Er braucht keine andere Waffe. Er braucht nur diese Waffe. Diese Waffe und seine Fähigkeiten. Also man muss mindestens zwei Waffen anlegen, ja moin. Was ist die leichteste Waffe? Obwohl, nee, dann machen wir es anders. Einmal Sprengung. Das ist nämlich eine Sprengwaffe. Gut. Let's go.